Jo, was geht? Withersfield hier und heute geht's weiter mit Need for Speed Underground 2. Ja, gerade gucken wir mal noch, ob man... Wir haben sogar noch zwei Plätze frei für einen neuen Wagen. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zum Explorer-Mod, zum Autohändler und dann suchen wir uns mal einen neuen Wagen mit Heckantrieb aus. Civic ist zwar schon geil, aber ich denke, es wird mal Zeit für einen neuen Wagen. Dann hauen wir auch direkt mal rein. Was gibt's denn hier Neues? Ein ECO-Chip. Neues Steuergerät. Könnten eigentlich gerade mal gucken, wo hier das, wohl zuerst spielen wir das URL noch mit dem Civic. Das hat den Grund, weil wir bei dem URL immer Fahrzeuge frei bekommen. Und das wäre schon bitter, wenn wir da jetzt uns direkt einen neuen kaufen, den tunen. Und dann bekommen wir beim URL einen Skyline oder einen Supra frei. Also von daher spielen wir zuerst das URL. Ich denke, da sind wir auch schnell. Das ist mal ein sehr weiter Weg eigentlich. Aber die Welt ist ja nicht so groß, wie man zuerst denkt. Also früher war mir die Welt riesig vorgekommen, aber mittlerweile ist sie ja, im Vergleich zu der Crew ist das ja mini. Die Crew hat man ja 100.000 Kilometer zum Fahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Natürlich sind das nur die Strecken, wenn man einmal durch die Welt fährt, sind es so 160. Einmal rund 400, glaube ich. Was ist denn das? Ford Focus? Den könnten wir doch direkt mal zu einem Rennen herausfordern. Los geht's dann auch. Gucken, ob wir dem wegfahren können. Der ist aber auch ziemlich schnell hinter uns. Wollte ich gerade nach hinten gucken. Ich lasse das mal besser sein, sonst bauen wir hier Unfälle und der überholt uns noch. Wie gesagt, bei den Autorennen bekommen wir auch Tuningteile frei. Mittlerweile hatten wir leider noch kein Glück gehabt. Oh, der ist gecrashed, er ist gecrashed. Komm, Civic, nein! Er holt wieder auf. Ich denke, wir müssen den später da hinten auf der Autobahn platt machen. Oh, der ist der Pfeil auch noch weg wegen dem Rennen. Ja, das war ja erst wunderbar. Einfach unbrauchbar. Okay. Fahren wir mal zuerst auf die Autobahn drauf. Müsste da unten geradeaus sein. Der kommt auch immer näher. Verspielen hier unseren Vorsprung. Wie gesagt, wir verlieren 100 Euro oder gewinnen 100 da. Können aber auch neue Tuningteile frei bekommen, je nachdem, welche Beziehungen der Typ hat. Yeah, yeah, yeah. Hoop it up, boy. Einzigartiges Performance-Tuningteil. Wie schon davon gesprochen, können gerade mal draufklicken. Ja, müssen wir so schnell wie möglich an dem Ort sein, sonst verlässt der Typ den Ort. Bla bla bla. Schien jetzt eh nicht alles. Wird auf jeden Fall cool. Diese Teile werden wir uns schnappen. Denke ich mal eher am Ende, wenn wir einen Wagen haben, den wir auch bis zum Ende fahren. Denn so bringt das eigentlich relativ wenig. Eventuell ist es auch nur ein Fahrwerk-Kit oder so. Ich hoffe aber doch sehr auf ein Turbo-Kit. Oh, fahren wir gerade die Route durch die Stadt. Geht, denke ich, besser. Hauen wir direkt mal unser Nitro raus. Da vorne ist schon der nächste Ford Focus, aber gegen den fahren wir jetzt nicht. Wir wollen ja noch irgendwann heute an unserem Ziel ankommen. Wo sind wir gerade? Als nächstes müssen wir rechts abbiegen. Oder? Doch, das müsste funktionieren. Und dann immer geradeaus. Wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe, doch, das müsste passen. Da ist hier noch ein Ford Focus, das ist unglaublich, wie die hier rumfahren. In echt hatte ich, glaube ich, noch nie einen getunten gesehen. Ah, hier haben wir noch gesperrt, die schöne Welt. Hinten ist noch ein verstecktes Drift drin. Ich weiß nicht, komm, wir spielen das gerade mal. Ich hab Bock drauf. Schön mal hier wieder eine Runde zu driften, weil es auch ein größerer Drift. Nicht immer diese runde Strecke, wo wir ganz am Anfang hatten. Mittlerweile werden die Strecken auch immer größer. Was für eine schöne Aussicht hier. Hier unser schöner Civic. Eclipse ist dabei. Sich noch und Peugeot 206. Vorne ist, das ist eine Supra. Freunde, Freunde. Brutales Teil. Wir haben mit einem Drift nach vorne geschafft. Wir müssen auf diesen blauen Linien driften. Da bekommen wir die meisten Punkte. Das muss jetzt einfach mal klappen. Na, da kommen die ganzen Jockeys. Boah, der dreht sich ja fast. Kein optimaler Winkel, mein Freund.
Auch mal gucken, dass wir jetzt hier richtig machen. Sind es gerade so mal Erster. Da ist man noch auf die blaue Linie. Leider haben wir ja in Anacorn kein Nitro. In Carbon haben wir ja Nitro noch. Boah, das war mal schön. Ja, da haben wir sogar die Punkte bekommen. 15.000. Der trifft eigentlich wie von alleine. Ist nur eben scheiße, dass man da nicht wirklich dagegen steuern kann, weil es ja wie gesagt ein Frontantrieb ist. Aber sonst finde ich den Wagen echt geil. VTEC Bauer. Ein klasse Drifts. Der zweite Platzierte hat 28.000, der dritte hat jetzt 20 und der letzte 12. Okay. Haben wir mittlerweile doch schon einen kleinen Vorsprung. Hoppla. Das Toyota-Schien gerammt. Die Neons sehen ja eigentlich auch cool aus. Später gibt es auch noch so pulsierende Neons. Das ist natürlich auch ganz nice. Mittlerweile, ja, schon seit zwei Folgen, haben wir ja dieses blaue, normale Neon. Das hat auch, regnet das schon die ganze Zeit oder hat das gerade erst angefangen? Ey! Freund! Auf mit der Scheiße! Was macht denn der? Der denkt deiner Gegend. Ah, ja! Wie viel? Wir sind in der letzten Runde schon. Geht der immer schnell. Bekommen 850. Dann haben wir endlich die 10.000 Euro Marke. Wir müssen ja, wie gesagt, um das Spiel zu beenden, später auch noch einen 10-Sterne-Wagen haben. Und da fließt dann wahrscheinlich sehr viel Geld rein. Über 100.000 auf jeden Fall für einen Wagen. Denn die Teile werden später immer teurer. Sehen ja auch immer besser aus. Auf jeden Fall, Scherentüren bekommen wir ja auch noch. Das ist wirklich so... Also für mich ist das Highlight in dem Spiel. Jetzt aber hatten wir die Punkte nicht bekommen. 128.000, der zweite hat 51.000. Also mit Frontantrieb hat noch keiner so gedriftet, glaube ich. Haben es sogar ein bisschen für den Sponsoren... ja, Anerkennung bekommen. Hier wieder ein neues Teil. Ja. Boah. Keine Ahnung, was das ist. Hätte es denn... Likes, Lichter, hätte es Kopf. Naja, Kopflichter. Das macht wenig Sinn. Ah, das ist ein Foto. Können wir doch gerade mal machen. Können wir uns die Fotos später überhaupt ansehen? Boah, geiles Bild. Das war richtig cool geworden. Sieht auch nicht schlecht aus. Do you want to save this DVD? Ey, klar. Vielleicht können wir ja mal ein Bit mit der Rachel machen. Obwohl die mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Die sind, glaube ich, über 40 schon. Frage ist, müssen wir da gerade ausfahren? Da haben wir noch nicht frei, dann ist es da hinten rum zum URL. Ja, es wird jetzt auch schon eingeblendet, Freunde. Was ist denn das? Das ist ein Eclipse. Machen wir hier mal einen auf Paul Walker. Schön zicke-zack überholen, wie im zweiten Teil von Fast and Furious. Das fand ich so cool mit dem, wenn er mit Skyline ankommt. Da ist auch noch ein Track-Rennen. Und Geld liegt darum. Also das Geld sammeln wir jetzt ein. Das Track spielen wir später. Zuerst das URL. Fangen wir einfach hier mal rum. Ich hatte früher immer irgendwie einen Weg in diese Garage gefunden. Gesucht. Nie gefunden. Denn ich fand es eigentlich... Ich hatte immer die Idee gehabt, dass man da eventuell reinfahren kann. Dass da irgendwie sowas gibt. Aber ich hatte nie... Ich bin nie fündig geworden. Eigentlich schade, ich hatte da immer so diese... So Driften im Kopf in dem Parkhaus. Ja, das ist dann auch im Flughafen-URL. Wovon ich mal gesprochen hatte. Sehr nice, das Ganze. Yeah? It's done. Everything is set up. You just make sure you hold up your end of the deal, you hear? Security. Ich finde ja eh, dass die Comics da sensationell dargestellt sind.
Also auf jeden Fall eine gute Idee, würde ich mir für ein neues Spiel auch mal wünschen. Nicht immer so Videos, sondern einfach mal so Comics. Bin zwar eigentlich jetzt nicht so der Comic-Liebhaber, aber es ist eigentlich ziemlich cool mal so, ist auch Abwechslung. Ich hoffe, dass wir jetzt noch vorwärts gegangen. Wieder eine Subra dabei. Ich hoffe wirklich, dass wir die mal frei bekommen. Ich glaube aber, das ist noch erst zwei Städte weiter. Oh, Freunde, hier geht's ja richtig zur Sache. Ja, die Nissan Sentra da, wir müssen gewinnen, Freunde. Ich will es aber nicht mehr ganz Nitro verpassen. Ich würde mal sagen, wir fahren mal in den Windschatten einer der Supras. Ja, der ist jetzt direkt neben uns, macht keinen Sinn. Hier der. Vier Runden sind es. Ich denke, da können wir schön Windschatten sammeln, dass wir da das Nitro auf jeden Fall voll bekommen. Nicht immer sofort überholen, sondern einfach Windschatten sammeln, also das Nitro. Obwohl, den überhole ich jetzt auch. Alter, Freunde, was ist mit dir los? Ich hatte früher eigentlich immer sau extrem gute Zeiten auf diesen Strecken. Sind wir bestimmt auch jetzt auch in der zweiten Runde 10 Sekunden schneller. Oder auch nicht, wenn wir so weitermachen. Schade da zu crashen. Ich finde eigentlich, dass der Regen da richtig cool dargestellt ist. So. Das Spiel ist generell eins der geilsten Spiele, die es überhaupt gibt. Macht mir unendlich viel Spaß, das Ganze zu spielen immer. Und für euch natürlich Videos zu machen, dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Man kann einfach sehen, was man so für Fehler macht und kann das dann auch noch verbessern. Mir ist schon oft passiert, dass ich in Spielen immer wieder denselben Fehler mache und die Level dann nicht schafft, obwohl wir jetzt hier eigentlich immer nur Rennspiele spielen, was auch gut so ist. Denn Rollenspielen habe ich überhaupt kein Talent. Ich kann mich noch daran erinnern, was war denn das für ein Spiel gewesen damals. Ich hatte mal ein Spiel gehabt, da bin ich wirklich monatelang nicht weitergekommen und es war so easy. Es war wirklich extrem, ich glaube es war Tomb Raider. Es war ein extrem leichtes Rätsel, da wäre ich so niemals drauf gekommen. Bin dann später drauf gekommen, weil ich mir ein anderes Video von jemandem angesehen habe. Und die Lösung, die war einfach sowas von simpel, das passiert euch bestimmt auch. Schreibt es mir in die Kommentare. Was ich außerdem noch vorhab, ist, dass ich so eine, wie beim The Step Train One, wenn ihr den kennt, macht ihr auch so Renn-Let's Plays, hat mittlerweile schon 500.000 Abonnenten oder so. Also ist auf jeden Fall sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Ist auch gut, ist Amerikaner, glaube ich. Der hat immer Twists of the Week. Also das ist ein Programm, wo die Community wirklich ihre Twists dem hochlädt, dem präsentiert. Und der macht ihm da ein Video draus. Sowas habe ich auch mal vor mit euch, dass wir, wird der ein oder andere von euch dabei sein, wo es denkt, oh, das war ein richtig cooler Stunt oder so. Das muss auf jeden Fall, müssen andere Leute sehen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mir dann wirklich die Mühe machen. Ich weiß nur eben nicht, ob das sich jetzt noch lohnen tut, ob das sich jetzt schon lohnen tut. Denn man braucht ja eigentlich viele Videos, dass man da ein Video zusammenbekommt. Ja, Video für Video. Und ob das dann so funktionieren würde. Ja, mal gucken. Schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall, ob ihr dabei wärt und ihr mir da helfen würdet. Auch wenn ihr eigene Kanäle habt, wo ihr solche Videos macht. Das schreibe ich das natürlich auch wieder rein, wenn das von euch ist, werde ich so präsentieren. Guckt euch mal den Kanal von dem auch noch an, wenn ihr den noch nicht kennt. Das Step Train One, wie gesagt. Der macht das eben. Und ich fand das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich hoffe nur, dass ich das auch so umsetzen kann. Los geht's. Fahren wir mal rein. Die überfahren wir jetzt mal nicht. Die steht da gut, die kann später noch ein bisschen behilflich werden. Da vorne ist noch ein Agora RSX oder Honda RSX Agora, glaube ich. Die gab es in der deutschen Version auch nicht, deswegen bin ich mir da immer relativ unsicher, was das für Wagen sind. Ich würde mal sagen, das Nitro verpassen wir erst, wenn einer hinter uns ist, denn das ist, wie gesagt, noch das erste Nitro-Kit und das ist nicht besonders hilfsarm, sag ich mal so. Geben einmal Nitro, wart gleich mal auf dieser Geraden. Oh, ein schöner Powerslide hier.
Jetzt noch hier einmal rum Kenwood und BBS Werbung. Hier einmal kurz auf Nitro tippen. Schon ist direkt so ein Balken weg. Wenn ihr später mal sehen werdet, bei wenn wir Stufe 3 oder 4 gibt es sogar auch, obwohl dafür muss man, glaube ich, das Spiel durchspielen. Bei Stufe 3, passt mal auf, was da passiert, wenn man da auf das Nitro geht. Da geht also weniger weg und das hält auf jeden Fall gefühlte 10 mal so lange. Ja, gefühlte 10 mal so lange. Tolles Deutsch. Wow. Immer noch diese alte Angewohnheit, das werde ich wahrscheinlich nie begreifen mit der Steuerung. Dass ich einfach da bremse, wo ich normalerweise Gas gebe. Aber mittlerweile hat sich ja gelegt, das Problem. Ich bekomme ja jetzt mittlerweile auf Zugriff auf alle Tasten, solange ich auch die Tastatur mit benutze. Zum Beispiel, wenn wir diese Outrun-Rennen, dieser Gegner herausfordern, wo auf der Map frei rumfahren, ist im Übrigen nicht, sind keine Online-Gegner, sind computergesteuerte Gegner. Da ist, landet so ein Flugzeug. Was hat denn der da für Vierecke auf der Seite? Sollen das sicher sein? Das ist bestimmt irgendein Bug. Ist auch egal. Ist auch schon in der dritten von vierten Runde. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich kann nicht heute wieder richtig lange Sachen erzählen, also. Ist auch egal. Oh, knapp. Also ich denke mal, der 240 SX wäre auf jeden Fall ein Kandidat. War schon als Anfangsauto angeboten da. Aber der ist, wie gesagt, ich hatte mit dem mal die Story komplett durchgespielt. Wirklich ohne einen anderen Wagen. Also ich hatte andere Wagen gekauft, aber bin nicht wirklich viel mit denen gefahren. Hatte eine Supra. Also wenn wir uns einen Toyota Supra noch nehmen, lassen wir auf jeden Fall den Motor komplett Serie. So viel geht da von der Endleistung auch nicht weg. Und auf jeden Fall der Sound, das ist das so. Das typische Supra-Gejaule, das ist einfach so geil. Also müsst ihr euch einfach gönnen, wenn wir den haben. Ich denke, das wird noch so. Ich weiß nicht, 3-4 Folgen wird das auf jeden Fall, denke ich mal, dauern. Ich weiß nicht genau, wo wir den frei bekommen, obwohl die Parts ja auch bei mir immer ziemlich lang sind. Ich würde sagen, nach dem URL-Rennen fahren wir dann nur noch 1-2 Rennen, dass das Ganze, oder 3, dass das Ganze nicht so arg lang wird. Das war es auch schon mit dem URL. Mal gucken, was wir beim Autohändler frei bekommen haben. Holen uns den Wagen dann. Auf jeden Fall einen neuen. Zuerst mal auf Map. Dann gehen wir mal. Wo ist der Autohändler? Freunde, 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 wo ist der Autohändler? Ich sehe ihn nicht. Ah, da unten. Los geht's. Wir haben noch fast keinen Ladedruck. Guck mal, ihr merkt es gerade, dass der Pfeil in der Mitte stehen bleibt. Später ist das in dem roten Bereich. Also das wird auf jeden Fall richtig krass. Wenn wir den Wagen, bevor wir den auftunen, würde ich mal sagen, gehen wir wirklich mal zum Leistungsprüfstand. Wieder wie wir das bei jedem Wagen gemacht hatten. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung der rausbekommt. Der hier hat, glaube ich, 152 kW. Hört sich auch nicht so arg viel an. Geht aber relativ gut. Obwohl müsste mittlerweile schon 180 kW locker sein. Denn wir hatten ja einen Turbolader noch drauf geschneiden. Der hat ja noch bisschen mehr Leistung mobilisiert, ein bisschen viel mehr Leistung. Der geht ja seitdem wirklich viel bemerkbar besser. Also damals hätten wir jetzt noch so 130 drauf. Jetzt sind wir schon bei 200. Yo, dude, got any details on the rumors of racing in the Beacon Hill area? I hear it's a bunch of newbies with more bank than brains. Should be easy pickings. If you're near, can you check it out and let me know? Thanks. Ja, auch wieder so welche mit mehr Geld als Kohle. Ja, mehr Geld als Kohle. Ist auch egal. Mehr Kohle als Verstand. Da vorne das Blechzeug, das sieht eigentlich gar nicht so geil aus, merke ich gerade. Was haben wir denn? Ein Lexus IS300. Freunde, Freunde, der ist cool, der hat auch einen 2JZ-Motor drin. Ich weiß nicht, ob wir uns den nehmen sollen oder doch lieber den 240 SX. Hier ist er. Es ist eine schwierige, oder der AE86, obwohl der AE86 jetzt am Anfang noch schwach wäre. Der Miata ist auch cool, aber leider nicht mit den Klapplichtern. Ich feiere die Klapplichter so. Ist wirklich was sehr Geiles. Ich würde mal sagen, wir holen uns den IS300. Komm, den holen wir. Ich hatte den noch nie in der Karriere gehabt. Allein schon aus diesem Grund. Könnte wirklich ein cooles Auto werden.
Vor allen Dingen, der hat einen geilen Sound, Freunde. Der hat 230 PS Serie, hat keinen Turbolader drauf. Hört sich schon ein bisschen an wie ein Supra. Da ist auch ein Supra-Motor drin. So. Jetzt würde ich mal sagen, ab zur Garage, ohne groß hier was zu erzählen. Performance Tuning auf den Dyno, auf den Leistungsprüfstand. Hauen wir mal rein, gucken, was wir hier so mobilisieren können. Obwohl, wir könnten wirklich mal ein bisschen was verändern. Der Wagen ist ja jetzt noch Serie. Ja, wie viele PS haben wir? Okay, 159 kW ist schon Serie mehr als der Civic hat. Okay, würde ich mal sagen, nein. Da können wir, glaube ich, noch nicht wirklich, nein, da können wir noch gar nichts verändern, weil wir einfach keine Tuning-Teile dran haben. Ja, okay, gehen wir zum Tuner. Wir verpassen dem jetzt zuerst mal ein bisschen Motor-Tuning. Für das Restgeld wird er von außen noch schön gemacht. Wenn wir überhaupt noch Restgeld haben. Ja, ich mach da den Pfeil einfach mal an. Der Sound ist auf jeden Fall geil, gönnt euch den mal. Ja, so geil geht der jetzt noch nicht ab, aber der Wagen ist auf jeden Fall richtig geil. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Also später, wenn wir den getunt haben, wird es auf jeden Fall eine schöne Limousine, um der Familie mal ein bisschen Angst einzuheizen. Hier ist auch noch ein versteckter Rundkurs. Das könnte auch noch Futter für den IS300 werden. 13.000 haben wir. Freunde, Freunde, Freunde. Das sollte reichen. Flügeltüren kosten, Scherentüren kosten 2.500. Allerdings bekommen wir auch erst am Schluss frei. Der Motor, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob wir den sollen Serie machen. Tunen. Ob wir den sollen Serie machen. ich weiß jetzt nicht. Zuerst mal den IC... Boah, Freunde! Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich mach's zuerst mal nur zwei drauf, HKS und Stillen. Nicht gesehen, was wir da gemacht haben, aber ist auch egal. 159 kW hatte er eben. Ich denke, es sollten durchaus die... natürlich nass. Einen größeren Turbolader muss natürlich auch drauf. Machen wir Geraddy drauf. Da hätten wir jetzt auch direkt den Dyno gehabt. Aber ich würde zuerst mal sagen, machen wir Karosserietuning. Da sieht das Ganze auch glaubwürdiger aus. Freunde, Freunde, Freunde! Da brauchst du ja gar nichts zu machen. Die Kiste geht quer. Der macht Spaß. Der macht Spaß. Der ist wirklich geil. Also... wir müssen hier gar nicht umdrehen. Also das hier, das wird auf jeden Fall eine spaßige Folge, Freunde. So lange wird die jetzt auch nicht mehr dauern. Auf jeden Fall, wir tunen den fertig und fahren dann noch ein, zwei Rennen mit dem. Also das muss auf jeden Fall sein. Da ist wieder ein Rundkurs. Ich weiß nicht, ob die Rundkurse so perfekt für den sind. Ich würde eher so einen Drift gerne spielen, wo wir eben auch einmal schon gedriftet sind. Ein Twig wäre auch mal was Cooles. Ist zwar immer noch schwierig mit dem Schalten, aber das sollte funktionieren. Ich kenne ja die Strecken eigentlich so gut wie auswendig. Mit dem ganzen öfteren Durchspielen. Machen wir das Ganze mal cool. Umlackieren, welche Farbe bringen wir den dann? Da bin ich mir echt noch im Unklaren. Eventuell Gold. Mit den roten Vinyls, so like, most wanted, TAS. Der ist der Typ auf der Blacklist, boah, was war denn der? 14? Das sieht nicht schlecht aus, aber ich möchte das eigentlich nicht drauf machen. Ich bin eher so der Fan, so dass man sieht, was für ein Auto das ist. Aber denk so, oh, Freunde, das ist eine geile Kiste. So, dass er wirklich so den Wow-Effekt hat. Da ist, denke ich mal, das coolste Teil. Sieht zwar ein bisschen komisch aus vorne mit den anderen Teilen da noch. Ich hoffe, dass wir auch mal etwas größere Auspuff-Endrohre... oh, das ist auch cool.
Das ist nicht so cool. Ist auch schön dezent, das nehmen wir. Das könnte man auch drauf machen. Also, der ist eigentlich... Ich hole dich eigentlich immer, aber irgendwie, das passt da nicht drauf. Der ist nicht so extrem genug. Ich weiß nicht, gefällt mir zwar jetzt nicht so 100%, aber ich hol's mal. Nein, wir haben ja schon carbonfrei. Ist natürlich dann noch cooler. Lass dir erstmal eine normale drauf. Aus dem Grund, dass wir das auch noch lackieren können. Wir wollen ja das Teil so viel tunen wie möglich. Na, Quant Rota haben wir auch frei. Die hat der Civic, glaube ich, drauf. Walk. Okay, die sehen alle gar furchtbar aus. Nicht zu vergleichen mit den echten Felgen, wo die in echt produzieren. Der König, alles nicht frei. BBS haben wir noch frei, obwohl ich von der Marke eigentlich auch kein Fan bin. Fünf Siggen oder wie auch immer. Fünf Siggen, genau. Das sind schöne Tuner-Felgen. Weiß nicht, ob das jetzt auf den Wagen passen tut. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, kostet auch gerade mal 400. So viel falsch kann man da nicht machen. Anderen Auspuff auf jeden Fall. Ah, da haben wir aber auch nur so... Eigentlich sieht das scheiße aus. Ich mach mal den drauf. Gefällt mir zwar jetzt nicht. Wir müssen da noch ein bisschen größere Auspuffendrohre frei bekommen. Aber ist die Frage, den oder den? Ich nehme den. Das finde ich eigentlich schön dezent. Vorne, wie sieht denn die Serie aus so? Da ist das zweite doch ganz cool. Dachspoiler ist standardmäßig immer den. Ich glaube, da nehme ich wieder denselben, wo wir auch auf dem Civic drauf haben. Der gefällt mir eigentlich wesentlich am besten. Wenn ihr da jetzt irgendwelche Spoiler gesehen habt, die ihr vielleicht geil findet. Boah, wie sollt ihr das in die... Wie sollt ihr das kommentieren, wenn ihr noch nicht mal wisst, wo man die findet? Schwierig. Nice driving out there. The sponsors want your ride on the case of the DVD Underground Speed Zone. To make them happy, you're gonna have to build your car up to 3 stars. Now you know what to do. I'll hit you up later. So, jetzt noch zum Lackiershop. Der, ja, machen wir auch wieder Pfeil hin, dann verfahren wir uns auch nicht. Das ist eigentlich so praktischer. So. Und danach gehen wir mal den Track fahren, der neben dem URL eben war, wo wir da waren. Dürfte zwar auch wieder ein kleines Stück zu fahren sein, sollte aber kein Problem darstellen. Das würde ich mal sagen, beeilen wir uns, sonst wird die Folge wieder etwas lang, denn ich habe mal die 60 Bilder pro Sekunde eingestellt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so klappt. Und ihr wisst ja, die Dateien von Forbes sind sehr groß. Ich hatte eben bei der Pro-Street-Folge, die ich gemacht hatte, unglaubliche 93 GB Videogröße. Wie, das Blau sieht cool aus. Machen wir den dunkelblau. Komm, brauche ich gar nicht groß. Ich glaube, ich lasse die Felgen. Ich lackiere die, glaube ich, schwarz. Ja, das hat auf jeden Fall. Oder warte. Vielleicht. Grün hätte irgendwie auch einen gewissen Style. Passt zwar jetzt eigentlich nicht so. Oder blau. So ein Blue Beast. Ich mache die einfach mal schwarz. Das sieht cool aus. Engine können wir noch nicht tunen. Eventuell noch ein paar Vinyls drüber. Haben wir denn da schönes frei? Was ist das denn? Oh, Freunde, das ist cool. Das ist brutal. Nehmen wir zuerst mal das. Und dann machen wir noch einen Spoiler. Spoiler. Sicher. Ey, das ist cool, das lasse ich so. Dann noch ein, das hatte ich gemeint. Noch eine Schicht drüber. Am besten so eins, wo es eher so auf der Seite davon ist. Dass das so aufeinander passen tut. Das passt eher eigentlich. Würde nicht schlecht aussehen, ist aber irgendwie ein bisschen voll.
Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir da noch zur Verfügung haben. Machen wir das mal wieder schwarz. Sodass man das nicht direkt sieht. Die zweite machen wir rot. So ist dasselbe. Nein, das hier machen wir rot. Das zweite machen wir schwarz. Und das dritte machen wir weiß. Nein, so grau lassen wir so. Würde ich sagen, geh mal zurück auf die Straße und fahren mal ein Rennen damit. Also jetzt sieht er auf jeden Fall mal richtig nice aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den IS300 findet. Würde es wirklich mal interessieren. Ist so ein geiles Auto. Also ich finde den richtig cool. Vor allen Dingen, es sieht auch noch geil aus. Trifft es, also dieser trifft es hier ganz in der Nähe. Ah, das habe ich wieder in den falschen eingestellt. Das ist immer so schlimm, wenn man sich da einmal verklicken tut. So, jetzt aber. Ist auch ganz um die Ecke. Alter, guckt euch das mal an. Hier geht mal einmal auf die Handbremse, schon kann man hier Donuts damit machen. Ist ja unglaublich, wie der Wagen weggeht. Also mir macht der großen Spaß. So, ohne noch mehr Schwachsinn zu reden. Zuerst mal zum Driften. Oh, gönnt euch mal den Sound. Warte, im ersten ist er noch cooler. Oh, ist so ein richtig brutales Ablassventil. Hört sich cool an, der Wagen. Das war nicht so schön. Da auch noch ein bisschen Geld liegt da noch rum. Und wir haben sogar noch 5000. So, gehen wir mal rein. Ah, das ist so ein kleiner niedlicher Drift. Sollte kein Problem sein. Mal gucken, ob wir mal die 200.000... Obwohl, das wird schwierig in nur zwei Runden. Was fährt denn hier noch mit? Wieder eine Supra. Was ist das? Das ist ein Skyline. Bitte nicht dann vom R33. Wie geht das denn? Ja, was wollt ihr machen, AMK? Der war schön, Freunde. Den nochmal in Slow Motion. Wiederholungen kann man zwar sehen, aber man kann das nicht verlangsamen. So eng war man ja noch nie an den Ecken vorbei. Wie willst du nur mit dem Golf da driften? Wisst ihr, was eigentlich ziemlich schade ist, dass die Server down sind? Ich glaube, ich habe das nie miterlebt, das Spiel mal online zu spielen. Vielleicht ist einer von euch ja dabei. Mich würde echt mal so interessieren, was man da damals machen konnte. Auf jeden Fall, das ist so ein großartiges Spiel. Wir fahren jetzt noch einen Track und dann endet die Folge. Ja, das war ein Skyline, hatte ich richtig gesehen. Unglaublich, was man mit dem Wagen anstellen kann. Ah, Spezialteile-Shop hätten wir noch machen können. Der ist hier hinten auch gleich um die Ecke. Der befindet sich ganz da hinten. Tunen wir mal noch einen Subwoofer, tauchen wir mal noch rein. Eventuell noch einen TFT-Bildschirm. Und ein paar blaue Neons. Oder eventuell sogar rote. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass es den Shop auch noch gibt. Obwohl es eigentlich ja so was Schönes ist. Hey, accessorize your ride with style and turn some heads when you race by upgrading your car's looks and audio right here. Ortega Stufe 2 Hydraulik. Gönnen wir uns. Hey, wir machen die Boxen rein. Zweimal die gleichen. Sieht dann auch cool aus. Tacho. Nehmen wir das. Das können wir machen wie die Wagenfarben. Blau. Rot. Den lassen wir weiß. Auf jeden Fall cool so. Blau oder rot? Nehme ich blau. Oder? Nein, ich nehme die roten. Das ist ein bisschen penetranter. Das sieht man irgendwie besser.
Dann rote Scheiben, Medium Red. Die, da will ich auch rot machen, wenn das geht, ja. Da haben wir auch schon ein bisschen mehr mittlerweile frei. 3 Sterne hat er jetzt. Jetzt sind wir, denke ich mal, bereit für das eine Fotoshooting. Machen wir dann nächste Folge. Jetzt fahren wir zuerst mal einen Track. Das ist ja herrlich, der Wagen. Gönnt euch. Ja, Underground Speed Zone DVD Cover. Der Wagen ist wirklich ein Traum. Maps. Und zwar hier unten die Welt, wo ihr da hier seht, bekommen wir zuerst hier den kleinen Teil oder hier oben den Teil frei. Und dann später den anderen. Das sind im Prinzip 2 Welten. Also hier fehlt schon noch ein gutes Stück. Wir sind noch nicht wirklich weit in dem Spiel. Nur mal so, um das zu sagen. Das sieht ja am Anfang so aus, als hätten wir, wären wir schon fast durch. Und demnach ist aber nicht so. Also ich denke, die Folge wird schon lange dauern. Ich hatte damals extrem lang für das Spiel gebraucht. Ich habe deswegen auch keine richtige Einschätzung, wie lange das dauert, bis wir das jetzt durch haben, weil wir spielen das ja eigentlich schon ein bisschen konstanter, wie ich das früher gespielt hatte. Ich bin eigentlich meistens hier noch ein bisschen rumgekurst. Was auch noch von mir ein geplantes Projekt ist, um darauf auch mal anzusprechen, ist Dirt 3. Da finde ich den Kim Kana, boah, keine Ahnung, wie man es ausspricht, oder wie das generell heißt, diese Sportart, wo von Kent Block erfunden wurde, finde ich extrem geil, dass in dem Spiel ist. Da hätten wir auch mal ein Rallye-Spiel auf dem Kanal. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt hier. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der geht deutlich besser als der Civic. Na, da müssen wir hier rein. Ja, da hat das Drift nicht so gut geklappt. Ich bin auch auf die normale Bremse gegangen, anstatt die Handbremse. Dann wäre das mit Sicherheit besser, hätte das besser funktioniert. Ich finde auf jeden Fall, boah, was ist denn da, ein Unfall? Nein. Ist aber auch sehr gefährlich, hier so zu stehen. Dann sollte man lieber so ein paar Street Races machen und die Autos so überholen. Ist wesentlich sicherer. Schön noch die Kurven driften. Ich habe im Übrigen gar nicht gewusst, dass das in Deutschland verboten ist. Man darf nicht mal Burnout ziehen. Einerseits kann man es verstehen, aber ich finde, das ist eigentlich ein bisschen Schwachsinn. Man soll seine Reifen schön verbrennen können, wenn man das möchte. Ja, ein Stück zu weit. Das ist so eine kleine Marke. Das ist der erste auf dem Flughafen. Da seid mal gespannt. Das ist im Prinzip nicht so einfach. Da sind manchmal Pfeiler im Weg, mit denen man randonnert. Perfekt geschaltet, Freunde. Ich glaube, das wird jetzt nichts. Ich weiß auch nicht, wie lange das Rennen hier dauert. Nein! Komm, starten wir neu. Es war auf jeden Fall sehr knapp. Es war wirklich knapp. Sinnvoll ist es eigentlich, da im Windschatten von den anderen Fahrzeugen zu fahren, weil man nicht sieht, wo die fahren. Boah, was geht mit dem hier vor? Das war ja nochmal einmal gut gegangen. Boah, Freunde, das wird extrem eng. 260 haben wir hier drauf und das ist der Sieg. 31 Sekunden, der war aber direkt neben unser Hyundai Coupé. Fall cool. Wie glaube ich sogar noch die 60 drauf. Hab nicht so genau geguckt. Den Leistungsprüfstand machen wir noch zum Schluss und dann endet es aber wirklich die Folge. Das wird schon, sind schon wieder 40 Minuten dran. Die Zeit, die verfliegt einfach immer mit euch hier die Videos zu machen. Es macht einfach unendlich viel Spaß, Freunde. Könnt euch das gar nicht vorstellen. So, machen wir für den Trackstrip. Am Anfang wissen wir gar nicht, wie viel PS er hatte. Ich weiß, dass er 229 hat, aber wie viel KW das sind, keine Ahnung. Die ich auch besser nach. Obwohl, hatten wir das gar nicht.
Ja, 159 hatte der, ja, stimmt. Jetzt hat er 222, bin ich vergesslich. So, 222 kW hat er. Maximal Drehmoment 348 Newtonmeter bei 5150 RPM und maximale Power 2222 kW bei 7700 RPM. RPM sind im Übrigen Umdrehungen, für die, wo es nicht wissen. Und an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da, wenn die Folge euch gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace, ich bin raus.